Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry 3. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenmissionen gemacht und ein paar Artefakte gejagt, um das AMR freizuschalten, bis uns dann aufgefallen ist, hey, wir haben zu wenig Geld. Und wir haben noch nicht mal einen groß genug Rucksack. So, jetzt gucke ich aber erstmal schnell Brieftasche, was ich dafür brauche. Haihaut, genau. Haihaut brauche ich für die größere Brieftasche. Willis, bist du's? Ich habe deinen Freund gefunden. So. Ja, Willis halt die Schnauze. Also hier gibt's angeblich Haihaut. Das heißt, ich würde mich jetzt erstmal in die Haihaut hier machen. Und dann erstmal wieder die Hauptstory weiter. Er ist meistens in der Bar bei den Baracken. Wie ist sein Name? Bark. So. Also sein Name ist Buck und er ist hier für einen Fuck. Okay, hier ist kein Hai vertreten. Hier auch nicht. Dann schnappe ich mir mal schnell den Speeder hier halt. Ich hab vergessen, wie die Dinger heißen. Ich nenne die jetzt halt Speeder. Und lehne dann die Speederbikes aus Star Wars. So. Und hier in der gesamten Bucht soll es heilen. Was damit bewiesen wäre. So. Voll auf Grund gelaufen. Erwischt. Okay. Dann an den Ort des Geschehens zurückkehren. Oh, das ist eine Schildkröte. Na super. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den Hai erschossen habe. Ich glaube, der ist jetzt unter Wasser irgendwo. Ah, ganz toll. Ich sehe halt auch null hier, ne? Oh, oh. Ah! Ich glaube, ich habe den Hai doch noch nicht erschossen. Was nimmt Mist da jetzt hin? Nein. Das geht jetzt mit meiner Maus ab. Und vorne ist er, okay. Komm ich hier hoch? Ja. Okay, den habe ich erwischt. Komm schon. Okay, den kriege ich nicht. Oh. Gut, nehmen wir den hier. Es tut mir sehr leid um die ganzen Haie, die ich hier gerade erschossen habe. Es tut mir halt wirklich leid um die Haie. Also das ist kein Scheiß, dass ich das jetzt sage. Weil ich mag Haie. Haie sind an sich sehr elegante Fische, finde ich. So. Warum fahre ich eigentlich mit der Hütte durch die Gegend? Ich kann mich auch gleich zu der... Zu der Quest porten. Nach Bad Town. In die Bettenstadt. So. Damit können wir dann auch direkt mal die... Brieftasche, das Portemonnaie herstellen. So, zack. Starke Brieftasche. Fällt es. What the fuck? Okay. Bis zu $10.000. Ja, brauchen wir ganz dringend.
der Schnellreisepunkt, aber... Ah, hier links ist ein Shop, okay. Muss man ein bisschen unnötigen Scheiß verkaufen. Also wir kriegen die Waffe nicht so schnell zusammengekauft, ne? Und jetzt heißt es erstmal wieder hier ein bisschen verkaufen. Ungefähr brauche ich nicht. Leopardenfell kann ich auch ein bisschen was verkaufen. Ja, komm, zwei können noch raus. Tiger kann auch ein bisschen was raus. Ja, Leopardenfell kann immer noch was raus. So, zack, zack. Bär behalte ich und Tiger kann noch eins raus. So, jetzt haben wir schon mal 2007 zusammen. Ja, wo ist die Quest? Dahin. Okay. Dann cruisen wir da mal schnell hin. Ah, hier drin, wo wir auch Poker gespielt haben, ne? Jason? Das ist Jason, ja? Hallo? Wer ist da? Mann, ich glaube, ich habe hier den Falschen. Ich suche nach Jason. Ist er irgendwie da? Ist Jason in der Nähe? Wer ist da? Irgendwann. Jason kennt mich noch nicht, aber ich brauche etwas Hilfe, wenn er interessiert ist. Ich sende meine Position. Sag ihm Bescheid, okay? Hi. Okay. Sprich mit Buck, sprich mit Huck, hä? Wer bist du? Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Ich suche meinen Freund, Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von Holt gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason, Jason, Jason. Wir sind doch nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich! Was für ein Arschloch. Infiltriere die Nostalgie. Warte, was? Nostalgie? Waren wir da nicht schon mal drauf? Nein, ich glaube nicht. Gibt's hier irgendwo ein Auto? Hier gibt's kein bekacktes Auto in mir. Ernsthaft? Wow. Ich fühle mich gerade etwas verarscht. Oh, was haben wir eigentlich für eine Primärwaffe? Ah, die Kameras, okay. Das ist gut. Ich wusste gerade nicht, ob wir ein Sturmgewehr als Primärwaffe haben. Aber die FAMAS ist ja gut. Die FAMAS ist eine schöne Waffe. Bin zwar nicht so der Fan von Frankreich, der Sprache, der Kultur und irgendwas, was mit Frankreich in Verbindung steht. Aber die FAMAS ist eine gute Waffe. Zumindest in Videospielen. Na gut, auf den Schnellreisepunkt ist jetzt geschissen.
Das bisschen Weg können wir auch laufen. Ich meine, gut, es ist Zeit, die wir uns hätten sparen können, wenn wir direkt den Schnellreisepunkt gesehen hätten. Ich meine, ihr habt ihn ja auch nicht gesehen, nicht wahr? Und deswegen ist ja keine Chance zu laufen. Na komm. Was hatte ich eigentlich an zweiter Stelle? Es war keine Pistole. Beziehungsweise auch kein Revolver. Komm ich hier durch? Ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist egal. Ich glaube, es war sogar gewollt, dass wir hier hinfahren. Hinlaufen. Zumindest an diesem Punkt. Alles klar. So können wir schön hier rüber gleiten. Schön die Aussicht bewundern. Mit dem Adler fliegen. Ui, Leute. What the fuck? Ja, Hammer. In der Hoffnung, dass jetzt kein Hai von der Seite kommt und uns frisst. Hätte er eigentlich glatt gesagt, dass wir hier bis rüber gleiten können und den Fallschirm dann in der Nähe abspringen. Warte mal, hier gab es doch gar keinen Fallschirm. Und jetzt fällt mir gerade auf, wir haben nur eine gesilenced Waffe. Weil die gesilenced MP5 weggelegt haben. Komm um die Ecke. Headshot. Was von oben? Lauf hinten. Gut, Infiltration ist das jetzt nicht unbedingt. Infiltration ist für mich relativ leise. Aber gut, belassen wir es dabei. Lass mir den leichten hier plündern. So, vergibt das Foto. Ah, hier ist die Kiste. Okay, da unten läuft auch noch einer rum. Rechts ist auch noch einer. Leiche plündern. Ja, ich will nicht die Fickwaffe da haben. Na gut, scheiß drauf. Nein, ich glaube nicht. Mann, wie schnell man hier Geld kriegt, ne? Das ist der Hammer. Und da sehen wir ihn doch schon. Headshot. So, ich glaube, damit haben wir sie alle erledigt. Das heißt, ich kann jetzt hier in Ruhe erst... Ja, jetzt kannst du plündern, wa?
gerade sagen, jetzt kann ich in Ruhe erstmal die ganzen Leichen plündern. Ach, LMG. Wie viel Schaden macht die FAMAS, dass ich die, den LMG-Typen hier einfach so wegknalle? Das ist ja mal übel. Lies die Schnellstart- oder Spielanleitung. Wer liest denn schon Schnellstart- oder Spielanleitung? Na los, ich muss die Daten finden. Take down. Schiff. Viel Spaß. Erstmal da durchgeschossen, ne? Das werde ich. Klicken kann ich. Ah, scheiße, Alarm ist ausgelöst. Na egal. So, erstmal weiter die Leichen plündern. Wie lange nehmen wir schon auf? Okay, 17 Minuten. Haben noch ein bisschen was Zeit. Noch jemand? Also ich bin von der FAMAS überzeugt. Die FAMAS ist halt echt eine coole Waffe hier im Fahrzeug. So. Finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Erstmal hacken. Na bitte. Der Kompass muss wichtig sein. Dem Dolch. Ist das ein Kompass? Ich dachte, das war der Schlüssel. Na, ist egal. Schneller, du Scheißding. Ist das ein Witz? Ja. Ah, ja. Tauchen. Ich liebe Tauchen. Ich glaube, das ist dafür da, dass das Wasser nicht so schnell eindringt. Ah, hier durch. Hm. Ah ja, sehr schön. Steuerung. Und jetzt aber raus hier. Ah, was für ein glücklicher Zufall, dass das Schiff erst explodiert, nachdem wir raus sind. Da sind Haie.
Da ist Licht. Da lädt's. Und da beende ich die Aufnahme an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.